Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren neuen Zweitagesbotschaften für heute und für morgen. Heute sind natürlich die Lennemore-Karten wieder dran für unsere Hauptüberschriften. Da werde ich gleich drei Karten ziehen, dann eine Karte aus dem Feenorakel und natürlich unterstützend eine schöne Karte, die uns ganz viel Energie hoffentlich und tolle Botschaften nochmal on top bieten möchte. Das Video ist zeitunabhängig, dann wenn du schaust, dann wird es für dich auf jeden Fall auch von Bedeutung sein. Na gut, dann würde ich sagen, wir starten hier. Und ihr Lieben, nicht vergessen, ich sage es immer wieder gerne, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Abo ist kostenlos. Vielen lieben Dank euch dafür. So, jetzt schauen wir uns aber die Botschaften für die kommenden zwei Tage an, die Hauptüberschriften. Was dürfen wir hier mitnehmen? So, die Karte und die Karte nehmen wir uns. Da haben wir die Lilien, da haben wir den Ring und den Herzmenschen, die Herzmenschen. Ich sage, jetzt ist wieder meine Aufgabe, wie auch immer beim Wochenorakel oder in anderen Orakeln, wo ich Lennemore-Karten ziehe. Im Kollektivorakel ist immer der Herr. Immer unser Herzmensch, Herzmenschin. Das ist nie der Mann, also wenn du ein Mann bist, der jetzt zuschaut, sei mir gegrüßt auf jeden Fall. Und das bist du jetzt hier in diesem Kartenbild nicht, sondern du bist auch die Frau, wenn sie jetzt hier gekommen wäre, die 29. Und die 28 ist sozusagen geschlechtslos, ist dann Herzmensch, Herzmenschin. So, hier geht es darum, dass hier vielleicht, und jetzt machen wir Trommelwirbel für alle die, die jemanden haben und endlich denken, meine Güte, wann kommen wir hier in die Puschen? Wann wird es ernster? Wann geht es in die Partnerschaft? Ja, Lilien, die Knisterkarte, die erotische Karte hört sich auch komisch an, ne? Die Karte der Erotik, ne? Das ja an, der Anziehung und der Ring, die Verbindung mit ihm. Also, Freundschaft plus Affäre. Große Anziehung kann jetzt zu einer großen Partnerschaft werden. Ne? Und ich finde es mega so in dieser Kombination, weil Anziehungskraft, deswegen, es muss jetzt nicht jeder denken, boah, ich habe aber gar keine Freundschaft plus und ich habe auch gar keine Affäre, ich habe gerade jemanden kennengelernt und der ist ganz bodenständig oder die ist ganz bodenständig und ja, wir ziehen uns an und da denke ich, dass es weitergeht und ich hoffe es auch. Ja, hier hast du die Bestätigung, auch natürlich mit so jemandem, mir kommt gerade das Wort solides, ne? Solide Mann oder Frau. Das heißt nicht, dass jemand, der eine Affäre oder die eine Affäre hat oder Freundschaft plus hat, dass man da nicht solide ist, aber ihr wisst, was ich meine. Das Fundament kann hier weitergehen, die Festigkeit. Ne, die mit der Verbindungskarte, es ist auf jeden Fall so, dass die Karten aufzeigen, dass es hier endlich dann, ne, von dem Knisternden auch in die, ja, Fülle kommt mir gerade auch als Wort, in diese partnerschaftliche Fülle, ne, auf Augenhöhe, Wertschätzung, Respekt und ja, alles kommen mag, weil das sollte ja und muss vor allen Dingen, ich betone auch, das muss eine Partnerschaft mit sich bringen. Ne? Ohne dem bleibt es halt eher da in der Oberflächlichkeit. Ne? Und ich finde das super, wenn man vielleicht auch jemanden hat, wo man vielleicht auch jahrelang Freundschaft plus gelebt hat oder vielleicht hat man das auch noch nie ausgelebt mit dieser Person. Man hat immer gemerkt, da ist irgendwas, aber vielleicht wart ihr beide in Partnerschaften oder seid noch in Partnerschaften oder ja, man ist mit jemandem sehr gut befreundet, wo man einfach merkt, boah, das wäre eigentlich mein Gegenpart, ne? Also es wäre eigentlich mein Zwilling, meine Zwillingsseele etc. Das wäre eigentlich die Person, die zu mir mega passt, aber ich will die Freundschaft nicht riskieren. Ne? Und ja, irgendwann merkt man aber, dass dieser Punkt doch da ist, dass so ein Knistern da ist. Ne? Und daraus wird dann die große Verbindung. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt auf die anderen Karten. Also heute ist es hier sehr prädestiniert auf den Herzmenschen, Herzmenschen hier. Dass es in eine schöne, knisternde, erotische Verbindung geht. Wo man eine große auch Anziehungskraft hat. Und die sollte man ja auch haben. Auch wenn man schon lange zusammen ist, dann darf man auch was an sich tun. Man darf eine Veränderung vornehmen, auch wieder, um sich mehr attraktiv zu fühlen, vielleicht auch, um mehr dem Partner wieder zu gefallen. Ne? Manchmal geht sowas ja auch unter. Ne? Und dann darf man sich auch wieder daran erinnern. So, jetzt nehmen wir uns noch eine Feenbotschaft hier. So, welchen nehme ich denn hier? Die nehme ich uns. Vielleicht kommt durch die Feenbotschaft auch noch eine ganz andere Nachricht über ihn, sie hier, ne? Weil natürlich kann es auch sein, dass er oder sie im Winter einen Vertrag schließen wird.
Ne? Weil Lilien stehen für den Winter. Und es kann auch sein, dass er oder sie da einen Vertrag, welchen Vertrag auch immer, auch noch abschließen wird. So, jetzt stand erstmal die Energiekarte hier diesbezüglich, die uns hier eine Unterstützung geben soll. Ich nehme die. Aber deswegen kann es gut sein, dass hier Verträge, dass er Verträge oder sie Verträge im Winter schließen darf. Es kann aber auch sein, Lilien ist auch die Familienkarte, dass er oder sie noch Familie hat, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also noch hört sich jetzt auch komisch an, wird er oder sie auch weiterhin haben, aber dass da halt noch ein Thema ist, das zu lösen ist. Und es kann auch sein, dass er oder sie sehr familiär ist, ne? dass Verbindungen ja ganz wichtig sind, Familienverbindungen, Freundeskreisverbindungen und. Okay, so, jetzt gucken wir aber natürlich mal rein in die Feenbotschaft, die nochmal alles rund macht. Zeige deine Individualität. Lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Und jetzt gehe ich wieder auf die Herzmensch-Position hier. Ich habe ja gerade versucht, noch ein bisschen was anderes, ne, was ihn oder sie hier betrifft, zu sagen, was auch natürlich sein kann. Aber hier geht es darum, hallo, aus Freundschaft plus, aus Affäre, endlich die Wahrheit auszusprechen. Und ich habe als erstes ganz viel um den Herzmenschen in puncto Liebe gesagt. Und zeige deine Individualität ist dein Hinweis, du darfst dich offenbaren. Du darfst einen Schritt weiter gehen, du darfst sagen, was du über ihn, sie denkst, fühlst und was du gerne willst. Ne? Also ich würde jetzt vieles zerreden, wenn ich jetzt wieder meine anderen Beispiele dazu nehme, weil hier geht es wirklich darum, auch ja, endlich diese Verbindung auch zu leben. Ne? Das ist ja manchmal so wie die Königskinder, kommt mir das hier bei den Karten vor, dass man gerne will, beide auch oder ne, unbedingt, aber aus welchen Gründen auch immer, ne? Vielleicht auch familiäre Themen etc., pp., Bindungsthemen, schwierige Konstellationen, was weiß ich nicht, dass man sich nicht traut. Ne? Aber hier kriegst du, ich will nicht sagen, den Freifahrtschein, aber hier geht es darum, dass du endlich deine Maske ablegst, dass du endlich auch dazu stehst, wenn du Gefühle für ihn oder sie hast. Ne? Lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Der eine oder andere oder die eine oder andere wird sich denken, boah, ich kann mich aber nicht offenbaren, ich bin nicht gut genug, ich spiele in einer anderen Liga, ich bin nicht das Niveau von ihm oder ihr, ne? Und. Nein, darum geht es in der Liebe absolut nicht. In der Liebe geht es um die Gefühle, ums Herz. Und da spielt keiner in irgendeiner anderen Liga. Da geht es wirklich um Wertschätzung im Inneren. Ne? Und da bist du nie kleiner als die Person, niemals. Auch wenn im Außen vielleicht finanzielle, ja, ich sag mal, Ebenen anders sind, ne? Oder auch gesellschaftliche Themen da sind, was auch immer. Die Liebe hat damit nichts zu tun. Das ist genauso wie mit Alter und so. Deswegen steh dazu. Ja, ist auch ein Thema vielleicht. Der oder die eine oder andere denkt sich, nee, ich kann nichts sagen, weil er oder sie ist viel zu jung, viel zu alt, viel zu schön, was auch immer. Viel zu klein, viel zu groß, viel zu dick, viel zu dünn. Ist alles, ne, sind alles Themen, die aber mit uns selbst zu tun haben und nicht mit dieser Person. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt schauen wir uns die Energiekarte noch an. Was haben wir da? Tu so, als ob. Das finde ich auch gut. Tu so, als ob. Denke, fühle und handle so, als ob deine innersten Wünsche bereits in Erfüllung gegangen wären. Sei die Essenz dessen, was du dir wünschst. Wow. Ich finde heute, guckt mal, auch wirklich hier diese Energie, ne? Ah, super. Also, so kraftvoll vor allen Dingen auch, ne? Und blau ist sowieso eine ganz kraftvolle Karte, auch mit den Lilien hier gepaart auch. Ja, tu so, als ob. Tu so, als wenn ihr schon zusammen wärt. Tu so, als wenn ihr schon in der starken Verbindung seid. Habt wirklich, ne, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Habt diese positiven Gedanken und habt nicht diese Gedanken, was ich vorhin sagte, du bist nicht gut genug. Also sprich, wenn du es für dich sagst, ich bin nicht gut genug, ich bin zu arm, ne, zu reich, was auch immer. Ne? Ich gehöre nicht in diese Liga, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu klein, zu groß, was auch immer. Ne? Hier geht es wirklich darum, zeige dich und leg die Maske ab. Auch die innere. Ist auch noch ganz wichtig, ne? Die innere, wo die alles übertüncht, weil man alte Themen noch in sich hat. Ob es Kindheitsthemen sind oder Vergangenheitsthemen von anderen Beziehungen, das sei dahingestellt. Ne? Es geht jetzt darum, dass du, ne, das jetzt auch lebst, auslebst, dich zeigst, ne? Und du wirklich auch da, ja, hier ist auch schön, sei die Essenz dessen, was du dir wünschst. Ja, deswegen manifestierst du das, was du gerne möchtest und dann gehst du auch in die Offensive. Bereitest alles für dich vor, aber gehst in die Offensive, versteckst dich nicht mehr und sagst, was du möchtest. Ne? Und ich sage, manchmal ist es auch so, wenn man lange Jahre Freundschaften
pflegt und auch gut in Freundschaften harmoniert und so und deswegen so große Ängste hat, sich auf jemanden dann, oder nicht auf jemanden, sondern auf diese Person dann in der Beziehung einzulassen, weil man denkt, da kann alles kaputt gehen. Natürlich ist das so, aber wenn ich das nicht riskiere, dann bleibe ich auch immer unglücklich. Und vielleicht kann man da auch am Anfang ein Commitment machen, da miteinander sprechen und sagen, du, wenn du genauso fühlst, lass es uns versuchen, aber lass es uns nicht überstrapazieren. Wenn es wirklich nicht funktioniert, dann bleiben wir lieber Freunde. Ne? Nur sprechende Menschen kann geholfen werden, das sage ich immer wieder als Kommunikationstrainerin. Und bleib in der Positivität, bleib auch in dieser Ausstrahlung. Ne? Das ist auch gerade hier wichtig, auch in dieser Kommunikation. Ihr Lieben, ich wünsche euch zauberhafte 2 Tage, freue mich über den Daumen hoch und freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.